Lightroom ist für viele leider immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Leider. Denn eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich, ja. Wenn man den Einstieg mal geschafft hat, wenn man mal diesen Überblick hat, wie funktioniert denn Lightroom eigentlich, dann ist es ja einfach. Und dann ist es ein mega mächtiges Tool, ja, mit dem du unendlich viele Bilder verwalten kannst, bearbeiten kannst, ordnen, sortieren, schnell viele Bilder auf einmal bearbeiten und so weiter und so weiter. Du kannst unendlich viel mit Lightroom machen und es ist mega, mega, mega cool und macht Spaß. So, hört sich natürlich gut an, aber ich weiß, wie du dich fühlst. Mir ging es nicht anders. Na, also ich habe es auch einfach nicht verstanden. Bis ich vor ein paar Jahren mit Lightroom angefangen habe, ich hatte keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Es war mir einfach viel zu kompliziert. Da kamen Begriffe wie Katalog, Bibliothek, importieren, exportieren. Damit konnte ich null anfangen. Ich war Photoshopper, ich wollte einfach nur Bilder bearbeiten. Ja? Und dann will der einen Katalog von mir. Ein Katalog, da dachte ich immer an Quelle, IKEA, ja, also irgend sowas. Ich habe es einfach nicht verstanden. Du brauchst jemanden, der dir das einfach erklärt. Einmal und dann verstehst du es. Und genau das mache ich heute für dich. Ja, ich erkläre es dir und du wirst es verstehen und wirst sehen, wie einfach das dieses Lightroom eigentlich ist. Ich habe eine Bitte an dich. Schau dir das Video wirklich von Anfang bis Ende an. Zapp nicht durch. Das hat einen Sinn, warum ich die Reihenfolge so gewählt habe, dass du da auch wirklich einfach reinkommst. Am besten auch nicht ablenken lassen. Das heißt, wenn du gerade unterwegs bist, dann drück lieber auf Pause und schau es heute Abend nochmal an. Ne? Sodass du dich wirklich einmal damit auseinandersetzen kannst, nimm dir die Zeit und dann wirst du auch Spaß mit Lightroom irgendwann haben. So, und jetzt legen wir los. Legen wir mal los. Das ist ja meistens auch das, ne? Mal schnell starten. Der Schnellstart mit Lightroom. Komm, lass mal schnell ein paar Bilder reinholen und lass mal schnell ein bisschen bearbeiten und so weiter. Einfach nur, um das mal auszuprobieren. Und das klappt schon meistens nicht. Denn das Erste, wie schon gesagt, da kommt, du musst einen Katalog anlegen. Was ist denn ein Katalog? Ja. Und dieses ganze Lightroom-System ist auf eine andere Art aufgebaut, wie alle Programme, die du bis jetzt kennst. Und da müssen wir kurz einsteigen. Das sind zwei Punkte, die ich mir da durchgehe. Zum einen ist dieses Bilder in Lightroom speichern. Ich speichere mal schnell meine Bilder in Lightroom oder ich packe die mir mal schnell in Lightroom rein, ich hole die mal in Lightroom rein. Das sind ja Begriffe, die man durchaus hört und kennt. Und es ist aber nicht ganz richtig. Denn das ist Punkt Nummer eins und der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast niemals, nie, nie, nie deine Bilder in Lightroom gespeichert. Deine Bilder sind nie in Lightroom. Die sind nie in Lightroom drinnen. Deine Bilder bleiben immer dort, wo du sie gespeichert hast. Sei es auf deinem Rechner, sei es auf einer externen Festplatte, auf einem Speicherstick, auf egal wo. Die Bilder liegen immer irgendwo und Lightroom macht nichts anderes, wie dir den Weg dorthin zu zeigen. Das ist schon mal das Erste fürs Verständnis. Lightroom ist eigentlich nichts anderes wie ein Verzeichnis. Ja? Klar, du kannst auch noch bearbeiten und einiges anderes Zeugs machen, das schieben wir mal weg. Im Endeffekt ist es ein Verzeichnis. Lightroom sagt dir, hey, Bild A liegt dort und auf Bild A sind die und die Bearbeitungen angewandt. Und dann zeigt dir Lightroom den Weg dorthin. Das ist alles. Also in Lightroom selbst hast du nie Bilder. Deswegen mach bitte den einen großen Fehler nicht, was auch schon einige leider gemacht haben, dass du deine Bilder von der Festplatte löscht oder vom PC runterschmeißt, weil du sagst, hey, die sind ja jetzt in Lightroom drinnen. N-n. Lightroom hat nur die Verwaltung und sagt nur, hey, Bild A liegt dort und das ist der Weg dorthin. Also das ist schon mal das Erste. Und dann dieser Katalog ist einfach nur eine Bezeichnung für dieses Verzeichnis. Also wenn du es dir mit Verzeichnis, mit so einem Inhaltsverzeichnis vorstellst, so war es für mich viel, viel einfacher wie Katalog und Bibliothek und was es alles gibt. Also es ist ein Verzeichnis und dieser Katalog ist einfach, nennen wir ein Verzeichnis, 1. Ne? Dann der eine Katalog und dort lädst du deine ganzen Bilder rein und dann sagt dir dieser Katalog 1, hey, die Bilder liegen dort, dort, dort und dort und die Bearbeitung wird auf Bild AB angewandt und die Bearbeitung wird auf Bild XY angewandt und so weiter. Das ist die Aufgabe deines Katalogs. So, jetzt sagst du vielleicht, naja, ich habe aber auch schon mal gehört, dass man mehrere Kataloge und 2, 3, ja,
Also du kannst entweder mit einem Katalog arbeiten oder mit mehreren Katalogen arbeiten. Das würde jetzt aber zu weit führen. Also merk dir einfach, fang erstmal mit einem an. Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen, dass du da irgendwas falsch oder irgendwie schlecht einsteigst oder was. Du kannst alles im Nachhinein noch abändern, adaptieren. Es lässt sich alles im Nachhinein anpassen. Also fang einfach mal an und da ist ein Katalog völlig ausreichend. Wenn man, das vielleicht als kleine Zusatzinfo, mehrere Kataloge hat, sagt man einfach, hey, ich habe verschiedene Sparten zum Beispiel, ich mache Hochzeiten, ich mache Tierfotografie, ich mache Babys, ich habe auch noch Privatbilder. Und für diese ganzen Bereiche hast du einfach einzelne Verzeichnisse, einzelne Kataloge. Das heißt, du hast einen Katalog, ein Verzeichnis für Hochzeitsfotografie, du hast ein Verzeichnis für private Bilder, du hast ein Verzeichnis für deine Pferde, weiß der Geier. Ne? So kann man das ein bisschen trennen. Aber was da für dich Sinn macht oder was da dir besser liegt oder wie es besser in deinen Workflow reinpasst, das bekommst du mit der Zeit mit. Mach dir da keinen Druck. Fang mal ganz easy mit einem Katalog an und wie gesagt, alles andere kannst du im Nachhinein ganz locker adaptieren. So, das waren die zwei Sachen. Jetzt genug mit dem Theoriegebabbel. Jetzt steigen wir mal direkt in Lightroom ein und ich zeige dir, wie das Ganze hier am Computer ausschaut. So, wir sind jetzt hier direkt in Lightroom und bevor wir hier mit Bildern oder irgendwas einsteigen, erstmal so ein kleiner kurzer Überblick. Es sieht erstmal sehr verwirrend aus, weil du ja ganz viele Fotos siehst, du siehst ja ganz viele Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Das braucht dich aber erstmal überhaupt nicht zerstören. Du brauchst bloß ein paar wenige Funktionen am Anfang und das erkläre ich dir jetzt erstmal anhand dieser Übersicht. Also, in der Mitte hier siehst du deine Fotos. Wie du die dahin bekommst, das zeige ich dir gleich noch. Erstmal der Aufbau hier. Auf der linken Seite hast du so deine Verwaltung. Also hier sind so übergeordnete Sachen wie deine Ordner und wo kommen diese Bilder eigentlich her und wie sind die verwaltet und so weiter. Also das ist alles das Globale, ist hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist dann, was mit dem einzelnen Bild, welches du jetzt gerade ausgewählt hast, los ist. Ja, was hat es für Eigenschaften, mit welchen Einstellungen wurde es aufgenommen, Metadaten und so weiter. Also merken, rechte Seite bezieht sich immer auf ein Bild und die linke Seite ist immer was Globales, ja, was sich auf Ordner oder auf mehrere Bilder gleichzeitig bezieht, wo die her sind und so weiter. So, unten hast du ja nur noch, was ich ganz nett finde, so einen Balken, der dir einfach zeigt, welches Bild kommt davor, welches kommt danach. Denn du hast hier in der Mitte verschiedene Möglichkeiten, das anzuzeigen. Du kannst es groß anzeigen lassen, ganz klein. Ich habe es immer so in so einer mittleren Größe eigentlich. Aber das ist jedem selbst überlassen. Du hast die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, ich will gar nicht alle auf einmal sehen, ich will sie nur einzeln anschauen, kannst du hier unten draufklicken, dann kriegst du es als Vollansicht quasi angezeigt. Mit einer Leertaste funktioniert das übrigens auch. Also wenn du hier, ich gehe mal wieder zurück in dieses Grid-System, geht übrigens mit dem Shortcut G, also Gustav. Wenn ich jetzt hier die Leertaste drücke, zack, bist du direkt in der Großansicht deines Bildes. Das ist schon mal sehr hilfreich. Wenn du jetzt auch noch hineinzoomen möchtest, drückst du nochmal die Leertaste. Ja, dann kannst du bestimmen, ob das Ding jetzt auch scharf ist oder nicht. Bei mir wird es gerade noch gerendert, aber jetzt kann ich kontrollieren und sagen, hey, schau, das ist hier ein scharfes Bild. Wieder die Leertaste, komme ich zurück. Also hier dann nur noch Leertaste rein und rauszoomen, das ist relativ einfach. Wenn du ein bisschen mehr als 1:1 zoomen willst, wie weit, das siehst du hier oben, dann klick einfach hier drauf. Da hast du noch mehr voreingestellte Vorgaben, wo du auch andere Zoomstufen einstellen kannst. Wenn du zurück in das Grid möchtest, was musst du drücken? Genau, G, Gustav, und dann bist du wieder hier. So, das dazu. Diese ganze Oberfläche hier, das nennt man jetzt die Bibliothek. Und ich würde dir wirklich empfehlen, setz dich am Anfang mal nur mit der Bibliothek und nur mit dem Entwickeln-Modul auseinander. Was das Entwickeln ist, das zeige ich dir auch gleich noch. Wichtig ist jetzt, im Moment schaut das da oben wahrscheinlich bei dir noch viel, viel, viel konfuser aus. Da steht noch sowas wie Buch, Diashow und so weiter. Gehe ich einfach mal rein mit einem Rechtsklick, denn dann kannst du hier nur an- bzw. abhaken, was auch wirklich dastehen soll. In meinem Fall Bibliothek und Entwickeln. Das reicht. Alles andere verwirrt am Anfang nur. So, jetzt ist bei dir natürlich hier noch kein Bild drinnen. Also du hast hier eine leere Bibliothek vor dir, weil du noch keine Bilder drin hast. Die bekommst du auch über die Bibliothek hier rein, und zwar über Import.
Ja, importieren ist hier unten direkt ein Button. Ich zeige es dir nur mal ganz kurz. Wenn du jetzt im Entwickeln-Modul bist und sagst, ich möchte dieses Bild entwickeln, dann fällt das weg. Dann sind das andere Button. Du siehst auch, die ganzen Einstellungen hier an der Seite schauen ganz anders aus. Aber dazu später mehr. Wichtig ist jetzt nur, importieren, exportieren, das magst du in der Bibliothek. Bevor ich jetzt aber da unten auf Importieren klicke, hier ist meine Speicherkarte, da sind ein paar Bilder drauf. Ist jetzt völlig egal, ob das eine Festplatte ist, ein USB-Stick oder eben eine Speicherkarte. Rein damit in den Kartenslot und dann drücke ich jetzt hier unten auf Importieren. Und dort wähle ich jetzt nicht die Macintosh-Festplatte aus, sondern direkt meine EOS Digital, so heißt diese Speicherkarte. Und hier werden mir die Bilder angezeigt, die auf dieser Speicherkarte sind. Im Import-Dialog ist es auch wieder ganz easy. Auf der linken Seite hast du deine Quelle. Wo kommt das her? Ja, also was willst du quasi importieren von wo? Wenn du es von deiner Festplatte machen möchtest, dann musst du hier die Festplatte auswählen. Ich möchte es von der Karte hier machen. In der Mitte, was möchte ich importieren? Und rechts, was soll mit diesen importierten Zeugs passieren? Hier oben hast du noch die Möglichkeit auszuwählen, wie du das Ganze rüberbringen möchtest. Als Kopie, als Verschieben oder als Hinzufügen. Hat den Hintergrund, kopieren heißt einfach nur, es bleibt auf dem Objekt, wo es gerade drauf ist und wird deinem Katalog hinzugefügt und wird irgendwo hinkopiert, was du angibst hier als Ziel. Das heißt, du hast das dann zweimal vorhanden. Bei Verschieben würde es heißen, du schiebst Dateien von A nach B. Du fügst sie deinem Katalog hinzu, aber schiebst sie von der Festplatte zum Beispiel auf den Speicherstick oder andersrum. Beim Hinzufügen heißt jetzt nur, lass bitte die Daten dort, wo sie sind. Ich will die nicht irgendwo anders auch noch hinkopieren. Lass sie dort und arbeite von dort aus mit denen. Also nimm sie nur in Lightroom auf. Das ist alles. Und meistens brauchst du es ja von der Karte direkt runter auf irgendein Speichermedium. Also immer kopieren, damit bist du auf der sicheren Seite. Deswegen wähle ich jetzt hier Kopieren aus. Das heißt, die Bilder bleiben jetzt auf meiner Speicherkarte und ich kopiere sie aber auch noch an ein neues Ziel. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe hier vorher schon die Möglichkeit, bestimmte Bilder abzuwählen oder anzuwählen, wie ich das eben möchte. So, und rechts haben wir gesagt, ist die Weiterverarbeitung. Hier kann ich ja schon mal den Tipp geben, schließ diese ganzen Reiter erstmal weg, ja, dann ist es ein bisschen übersichtlicher und geh es einfach der Reihe nach durch. Dateiverwaltung, wir machen das jetzt nur ganz basic-mäßig. Mit so einer Einstellung fährst du sehr gut. Mögliche Duplikate nicht importieren, heißt einfach, dass wenn die Bilder schon mal in den Katalog importiert sind, dass du es kein zweites Mal reinbringst. Und 1:1 Vorschau heißt einfach nur, dass die Bilder schon mal in voller Auflösung vorgerendert werden, sodass du im Nachhinein nicht mehr so lange warten musst, bis dein Bild angezeigt wird. Hat den Nachteil, dass es ein bisschen mehr Speicherplatz braucht, ist aber zum Bearbeiten schon ein großer Vorteil. Das nächste ist die Dateiumbenennung. Du könntest deinen Bildern hier einen neuen Namen geben, auch easy. Du könntest während des Importvorgangs schon gewisse Voreinstellungen einsetzen, Presets, Vorgaben, ja, das kennt ihr der eine oder andere schon. Du kannst dir Metadaten direkt mit drauf speichern lassen. Und dann bist du auch schon beim Ziel, wo du einfach nur angibst, hey, wo soll das Ganze jetzt hingespeichert oder hinimportiert werden. Da wählst du dir jetzt hier von deiner Festplatte oder von deinem angestöpselten Medium einen Ordner aus und sagst, da soll das rein. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf meinen Christoph-Ordner, Bilderordner gehe, siehst du, hier unten ist was Ausgegrautes. Er stellt mir automatisch einen Unterordner zur Verfügung, den ich hier neu benennen kann. Ich sage jetzt Lightroom Tutorial. Und du siehst, es ändert sich direkt hier mit. Wird ein Unterordner in meinem Bilderordner erstellt. Ich klicke auf Importieren und die Bilder werden jetzt hier rein kopiert und direkt 1:1 Vorschauen erstellt. Und schon sind wir wieder in der Bibliothek. So einfach ist der Import. Deine ersten Bilder sind jetzt hier drinnen. Wo du die findest, das siehst du hier im Ordner. Na, unter Pictures und hier ist direkt der Ordner Lightroom Tutorial. So, und jetzt nochmal was ganz, 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 ganz Wichtiges. Pass auf.
Wenn du dich entscheidest, mit Lightroom zu arbeiten, ist meine klare Empfehlung, wirklich alles über Lightroom zu machen. Das heißt, wenn du deine Bilder verschieben möchtest, wenn du die in neue Ordner packen möchtest, wenn du die umbenennen möchtest und so weiter, mach das alles über Lightroom in Zukunft. Denn Lightroom ändert das Ganze auch bei dir im Finder oder im Windows Explorer mit ab. Andersrum funktioniert es aber nicht. Wenn du jetzt im Windows Explorer oder im Finder deinen Bildern einen anderen Namen gibst oder die in einen anderen Ordner packst, findet Lightroom ja diesen Weg nicht mehr. Wir haben ja vorhin gelernt, Lightroom ist nur ein Verzeichnis. Es zeigt dir nur, wo das Bild liegt. Wenn jetzt das Bild aber woanders ist und Lightroom das nicht mitbekommen hat, dann funktioniert es nicht mehr. Dann gibt es Fehlermeldungen, dann kommt hier so ein Ausrufezeichen und so weiter. Also am besten immer alles über Lightroom machen. Wie das funktioniert, schau mal kurz mit rein. Du kannst hier jederzeit jetzt in diesen Lightroom-Tutorial-Ordner zum Beispiel reingehen. Mit einem Rechtsklick kannst du ihn zum einen umbenennen oder kannst einen neuen Ordner innerhalb von diesem Ordner erstellen. Den nenne ich jetzt Test. Sag Erstellen und du siehst, hier habe ich direkt den Unterordner Test. Und in den Unterordner schieben wir jetzt mal zwei Bilder rein. Und zwar mit Shift-Taste hole ich mir die drei da, mach mal drei, nicht zwei. Und per Drag and Drop ziehe ich mir die jetzt einfach hier auf den Ordner. Und schon sind die verschoben. Jetzt habe ich drei Stück hier in meinem Testordner drinnen und der Rest liegt immer noch dort oben. Im Finder, ich lasse es mir mal kurz anzeigen, Rechtsklick im Finder anzeigen oder im Windows Explorer, hat sich das jetzt hier auch so aufgebaut. Hier ist mein Lightroom Tutorial Ordner, hier sind die anderen Bilder, hier ist der Testordner und hier sind die drei Fotos. Nehme ich die jetzt und schiebe sie hier im Finder wieder in den großen Ordner zurück, bekomme ich hier in Lightroom Probleme. Mal kurz probieren. Zack, da siehst du schon, da kommen die Ausrufezeichen. Und wenn ich das jetzt anklicke, dann sagt er mir, bla 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 bla, konnte leider nicht verwendet werden, weil die Originaldatei nicht gefunden wurde. Möchten Sie danach suchen? Ich suche danach, also ich muss jetzt Lightroom helfen und ihm sagen, hey, das Bild, welches war es, dieses hier, das liegt jetzt da. Sag, das ist es und jetzt findet er es wieder. Er ist sogar so clever und findet die anderen auch automatisch mit. Aber das vermeidest du einfach, indem du alles direkt hier über Lightroom steuerst. Das ist meine klare Empfehlung. Jetzt haben wir die Bilder hier. Jetzt ist es natürlich so, die gefallen uns nicht alle gleich gut. Ne? Lightroom ist ja auch super, um Bilder auszusortieren, um zu bewerten. Jetzt bei 8, na, da ist das noch ein bisschen übersichtlicher. Aber wenn ich mal in so einen anderen Ordner von mir reingehe, zum Beispiel von unserem Sommerurlaub, da siehst du schon, da sind 1264 Bilder drin. Oder von unserem Bootcamp. Wir machen ja immer unsere Fotoreisen durch die ganze Welt, hier in Marrakesch, hier in New York. Da habe ich 4305 Dateien drinnen. Und die alle auszusortieren, das dauert eine Weile. Und da gibt es bei Lightroom eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was dir hilft, das Ganze besser zu sortieren, zu verwalten und zu bewerten. Eine tolle Möglichkeit ist zum Beispiel mit Sternen zu arbeiten. Du hast hier unten die Möglichkeit, bei jedem Bild Sterne anzufügen. Funktioniert übrigens über die Shortcuts 1, 2, 3, 4 und 5 auf deiner Tastatur. Also einfach die Nummer drücken. Und wenn du jetzt da reingehst, lässt dir dieses Bild mit Leertaste, haben wir gelernt, groß anzeigen. Gibst den Ganzen die Nummer 1, jetzt siehst du hier unten, hat das Ganze einen Stern bekommen. Wenn ich auf 4 drücke, hat es 4 Sterne. Und wenn ich auf 0 drücke, dann ist alles wieder genullt. Es gibt viele Möglichkeiten, da zu bewerten. Ja, du kannst auch noch Flacken vergeben, du kannst Farben vergeben. Da gibt es wirklich viel. Für einen Anfang, Sterne sind völlig ausreichend. Bei mir ist es so, 1 ist ganz gut, 2 ist besser, 3 ist super und so weiter steigert sich das. Aber das ist ganz einfach. Du kannst jetzt hier einfach durchgehen durch deine Fotos mit den Pfeiltasten und einfach die Bilder bewerten. Wenn du sagst, oh, das ist ein cooles Bild vielleicht, zack, bekommt einen Stern. Und schon siehst du hier unten, ist das bewertet. Mit G zurück ins Grid siehst du auch, dass hier unten drunter die Sterne immer gleich sichtbar sind. Und das absolut Tolle ist, du kannst jetzt im Nachhinein hier unten einen Filter einstellen, wo du auf den Stern klickst und somit sagst, hey, alles, was ein Stern oder größer ist, bitte nur noch angezeigt bekommen. Das heißt, alle anderen Bilder, die du aussortiert hast, die quasi keinen Stern bekommen haben, die findest du jetzt hier schon gar nicht mehr. Und schon sind es von 4305 nur noch 262 Fotos. Super, oder? Viel, viel übersichtlicher. Und jetzt kannst du natürlich reingehen und dort
dann eines dieser Bilder, das du ausgewählt hast, auch bearbeiten. Und das funktioniert im Entwickeln-Modul. Das heißt, wir wechseln hier einmal von der Bibliothek rüber in Entwickeln-Modul. Und hier hast du jetzt ganz viele neue Möglichkeiten. Du siehst, es hat sich geändert. Hier auf der linken Seite findest du jetzt nicht mehr diese globale Überordnung mit Ordnern und Sammlungen und so weiter. Und hier auf der rechten Seite findest du auch nicht mehr diese Metadaten und Zeugs, sondern hier findest du jetzt die Einstellungsmöglichkeiten auf der rechten Seite, also deine Bearbeitungsmöglichkeiten. Eins vorweg, bei mir ist das hier alles relativ aufgeräumt. Also wenn ich hier eins anklicke, machen sich auch automatisch alle anderen Fenster wieder zu. Das würde ich dir am Anfang auch empfehlen, es ist einfach übersichtlicher. Der Trick ist, mit einem Rechtsklick hier rein und hier unten diesen Solo-Modus aktivieren. Das klappt überall, das klappt hier, das klappt dort drüben und dann hast du es eben immer schön aufgeräumt. Sobald ich jetzt was Neues anklicke, macht sich das Alte erstmal zu. Es bleibt also übersichtlicher. Das nächste ist, auf der linken Seite, das kannst du erstmal vernachlässigen. Ich blende mir das hier direkt mit diesem Pfeil aus. Brauchen wir am Anfang nicht. Am Anfang interessiert uns nur hier die Entwicklung. Das ist so das, was du brauchst. Du siehst, an dem Bild habe ich jetzt schon ordentlich was rumgedreht. Ja, da ist einiges an Einstellungen vorgenommen worden. Wie das Ganze vorher ausgesehen hat, das findest du über einen Shortcut. Shift und V zusammengedrückt zeigt dir das vorher. Hier oben kriegst du es klein angezeigt. Vorher, und du siehst, da habe ich richtig viel rausgeholt aus dem Bild. Das war viel zu dunkel. Es hat geregnet, ich habe nicht durch den Sucher geschaut. Ich habe einfach so aus der Hüfte irgendwie da schnell einen Schuss genommen. Shift und V, dann hast du wieder das Nachher, das Bearbeitete. Also das ist eine tolle Möglichkeit. Du hast hier unten auch noch so verschiedene Ansichten, aber das verwirrt am Anfang einfach nur. Merk dir, Shift, V, so kannst du dir das Vorher, Nachher anzeigen. Funktioniert aber nur im Entwickeln-Modus. So, und hier diese ganzen Einstellungen, das ist mehr oder weniger selbsterklärend. Am Anfang würde ich mich einfach mal durch die Grundeinstellungen durchwuseln. Hier hast du sowas wie Farbtemperatur, du hast Belichtung, wo du hier heller, dunkler machen kannst. Mit Command Z oder Steuerung Z geht das alles wieder zurück, rückgängig. Also jede Änderung, wenn ich jetzt hier den Lichterregler verschiebe und ich möchte das nicht, Command Z und schon ist es wieder zurück. Also wurschtel ich hier mal durch, probiere einfach ein bisschen aus. Am Anfang ist es völlig okay, wenn du an den Reglern ein bisschen rumtestest, rumspielst, wenn du noch nicht weißt, was die Regler machen. Du musst ja irgendwie mal lernen, was überhaupt der Regler tut. Und erst später ist es dann wichtig, dass du auch gezielt vorgehst. Am Anfang einfach ausprobieren. So haben wir es alle gelernt. Probier dich da einfach mal durch. Hier findest du auch Unmengen Tutorials überall in YouTube, die sich mit der Bearbeitung befassen. Da will ich jetzt gar nicht so viel Zeit verlieren. Eins, was noch wichtig ist, hier oben hast du den Beschnitt, ja das Crop-Tool, wenn du da draufklickst, siehst du schon, ich habe es auch schon etwas beschnitten. Du hast hier gewisse Vorgaben, die du anwählen kannst, 1 zu 1, 8 mal 10. Übrigens, das ist das Instagram-Format, 8 zu 10 oder 4 zu 5. Kannst hier alles auswählen, du kannst aber auch einfach das Schloss hier hinten aufmachen und kannst ein freies Format wählen. Das geht natürlich auch jederzeit. Ich mache das Ganze wieder rückgängig und sage fertig. Du hast hier oben noch ein paar weitere Tools, mit denen will ich dich jetzt aber gar nicht aufhalten oder überfordern. Das lernst du dann alles in den Bearbeitungsvideos. Da gibt es ein paar richtig coole Tipps und Tricks, wie du das hier oben auch noch anwenden kannst. Das kommt aber erst später dazu. Auf der linken Seite, und das zeige ich dir jetzt noch kurz, was wir hier ausgeblendet haben, hast du sogenannte Vorgaben, Presets. Nenn es einfach Presets statt Vorgaben. Presets hört man ja mittlerweile überall. Die gibt es überall zum Download, zum Kaufen. Ich habe hier ganz viele verschiedene, habe auch eigene. Und das ist nichts anderes wie eine Voreinstellung, die du abgespeichert hast oder dir eben von jemand Fremden zugelegt hast. Angenommen, du hast jetzt dein Bild hier so entwickelt und findest es mega toll und sagst, hey, so will ich mehrere meiner Bilder bearbeiten. Dann gehst du einfach hier oben auf das kleine Plus und setzt einen Haken dort bei diesen Einstellungen, die du hier gerade eingesetzt hast, gibst den ganzen Namen und kannst das Ganze speichern. Und dann kannst du immer wieder, wenn du ähnliche Bilder hast oder einfach Bilder in diesem Stil bearbeiten möchtest, die Möglichkeit, einfach auf das Preset hier zu klicken und dann wendet er die Einstellung direkt hier drauf an. Also das ist mega, mega komfortabel und sehr, sehr, sehr einfach.
Jetzt fragst du dich, hier unten, da steht ja auch noch vorherige. Was hat das denn zu bedeuten? Vorherige heißt einfach nur, wenn ich jetzt dieses Bild gerade angeklickt habe und klicke jetzt dieses Bild an, dass ich die Einstellungen von dem Bild mit einem Klick direkt auch auf dieses Bild übernehmen könnte. Ich klicke auf Vorherige und er sagt, die vorherige Bearbeitung auf dieses Bild übernehmen. Auch mega, mega hilfreich. Ne? Also du musst, wenn du jetzt eine Serie hast von mehreren Bildern, ne, ich habe hier zum Beispiel von diesen Springern über diese Pfütze, habe ich mehrere Fotos gemacht und ich habe natürlich nur eins einmal entwickelt und habe die Bearbeitung dann auf alle übernommen. Wenn du mehrere markierst, mit Shift zum Beispiel, dann heißt es nicht mehr Vorherige, sondern heißt Synchronisieren. Ist aber eigentlich das Gleiche. Du übernimmst die Einstellungen von dem ausgewählten Bild auf andere Bilder. Und so kannst du zum Beispiel ganz, ganz schnell Hochzeiten oder Reisefotos oder auf einmal bearbeiten. Also das geht mega schnell und einfach von der Hand. So, das war es jetzt hier zur Bearbeitung. Also wir haben jetzt importiert, wir haben sortiert, wir haben bewertet. Jetzt haben wir es bearbeitet, das Foto. Aber jetzt fragst du dich so, jetzt habe ich hier ganz viele Fotos, die bearbeitet sind. Was mache ich denn mit denen? Ich muss die ja auch vielleicht irgendwie mal irgendjemanden schicken oder ich möchte sie gerne auf Facebook posten oder. Das, ich kann ja hier jetzt nicht, wenn ich suche, wo speichere ich denn meine Bilder? Finde ich nicht. Ne? Also ich als Photoshopper, ich habe ganz lange immer gesucht zu speichern unter. Wo gibt es das? Gibt es nicht. Ich kann mein Bild nicht speichern. Ich kann überhaupt nicht speichern. Warum kann ich den Katalog jetzt nicht speichern? Oder. Das Ding ist, Lightroom speichert sich mit jedem Klick automatisch. Also was ich jetzt hier einstelle und klicke, ist direkt übernommen. Wenn du jetzt sagst, ja, vielleicht will ich das alles immer gar nicht. Ja, du kannst zum einen alles rückgängig machen. Zum Beispiel über den Button zurücksetzen hier unten. Da kannst du hier das ganze Bild wieder auf Null setzen. Siehst du, so hat es vorher ausgeschaut. Und das ist allein jetzt mit der RAW-Bearbeitung. Ja, das ist noch kein Photoshop im Spiel gewesen. Nur mit der Bearbeitung hier rüber bin ich zu diesem Bild gekommen. Also, du kannst alles wieder zurücksetzen. Gespeichert ist es automatisch. Aber jetzt die Frage, wie bekommst du deine Bilder irgendwo anders hin? Angenommen zu Facebook. Und das funktioniert über den Export. Dazu gehen wir wieder zurück in die Bibliothek. In der Entwicklung sind wir fertig. Wir haben gesagt, dieses Bild ist jetzt fertig entwickelt. Du kannst natürlich auch mehrere auf einmal gleich exportieren. Wir nehmen jetzt nur mal dieses eine und sagen, das möchte ich jetzt weitergeben. Und da siehst du schon hier unten neben Importieren ist auch direkt Exportieren. Da klickst du drauf. Das heißt, hier gibst du deine Bilder aus. Und hier musst du jetzt ein paar Einstellungen vornehmen. Es sieht auch wieder verwirrender aus, als es eigentlich ist. Du kannst das alles wieder einklappen oder auch ausgeklappt lassen. Das Schöne ist, du stellst es eigentlich nur einmal ein und wenn du es anwendest, ist es beim nächsten Mal direkt voreingestellt. So, gehen wir hier mal durch. Das verwirrt auch ein bisschen, dass hier am Anfang gleich so viel steht. Im Endeffekt brauchst du jetzt alles gar nicht. Was du brauchst, ist der Speicherort für den Export. Das heißt, du gehst hier drauf und wählst entweder einen vorgefertigten Ordner oder sagst spezieller Ordner, wählen und kannst dir einfach irgendeinen Ordner bei dir auf den Computer auswählen. Easy, mehr brauchst du nicht. Speicherort erklärt. Dateibenennung, du kannst es umbenennen, kannst dem Ganzen einen anderen Namen geben. Video ist kein Video, es ist ein Foto, braucht man gar nicht. Dateieinstellungen, das ist noch ganz interessant. Hier ist meistens JPEG voreingestellt. Du könntest es jetzt auch in irgendeinem anderen Format ausgeben, macht aber keinen Sinn. Wir wollen ja unser RAW einfach jetzt in einem JPEG haben. Wir möchten es auf Facebook posten. Also JPEG, Qualität ruhig auch auf 100. Speicherplatz ist nicht mehr so teuer, wie es mal war. Also da brauchen wir nicht sparen. Und Farbraum sRGB, das passt auch. Also Dateieinstellungen ist auch weg. Jetzt wird es interessanter. Jetzt geht es um die Bildgröße. Dein Bild kommt ja aus der Kamera und hat wahrscheinlich eine Größe von paar tausend Pixeln, vielleicht so 4000 auf 6000, irgendwas in dem Dreh. Und entweder du willst es in der vollen Größe, dann machst du hier den Haken einfach raus und sagst, hey, es soll einfach so bleiben, wie es ist. Wenn du es aber anpassen willst und sagst, hey, ich möchte es ein bisschen kleiner rausgerechnet haben, dann gehst du hier auf Einpassen und kannst hier verschiedene Optionen auswählen. Du kannst direkt die Breite und die Höhe angeben, du kannst sagen, wie lang die lange Kante sein soll, du kannst sagen, wie lang die kurze Kante sein soll und so weiter. Du kannst hier sogar die Maßeinheit verändern, ja, Pixel, Zoll, Zentimeter. Das ist auch relativ easy und selbsterklärend.
Das nächste ist die Ausgabeschärfe. Das ist ganz interessant. Hier kannst du dein Bild nochmal nachschärfen für die eingestellte Größe, die du jetzt hier ausgibst, wird das Bild einfach nochmal nachgeschärft. Hier musst du einfach mal durchprobieren, was dir von den Einstellungen am besten gefällt, aber mit Bildschirm und Standard. Da fährt man eigentlich ganz gut am Anfang. Metadaten, ja, wenn du da was einfügen willst, das würde auch noch funktionieren. Wasserzeichen brauchen wir nicht. Nachbearbeitung, kannst du sagen, was soll danach passieren? Im Finder anzeigen, finde ich doch ganz gut. Und jetzt klickst du einfach auf Exportieren. Das war's schon. Und blob, jetzt wird es dir im Finder schon angezeigt. Jetzt habe ich vergessen, wo ich es hingespeichert habe. Oh Mann, vor lauter Erklären weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich es hin. Es muss hier irgendwo sein. Habe ich Schreibtisch angegeben? Leute, ich weiß es nicht, tut mir leid. Es müsste jetzt eigentlich hier irgendwo als JPEG angezeigt werden. Ach ja, passiert, ne? Vor lauter Erklären vermasselt. Aber es ist jetzt irgendwo auf meinem Computer gespeichert. Ich finde es hoffentlich wieder und ich könnte es jetzt auf Facebook speichern. So, und so kannst du weiter vorgehen. Ja? Also du kannst Bilder bearbeiten, du kannst sie dann exportieren, du kannst wieder neu dazu importieren, du kannst es hier auf der rechten Seite in der Bibliothek unter den Ordnern, kannst du es schön sortieren, ja, du kannst da wunderbar ganz viele Ordnerbäume erstellen, siehst du hier zum Beispiel von meinem New York Bootcamp, was da noch für Unterordner auch drin sind, RAWs, dann habe ich hier einen Unterordner mit bearbeitet, dann habe ich hier einen Unterordner mit, ach, was ist noch? Handyaufnahmen habe ich sicher auch noch irgendwo drinnen. Also da kannst du wirklich ganz, ganz, ganz viel machen. Du hast eine schöne Ordnung, du hast eine schöne Übersicht und das ist eigentlich alles, was du am Anfang wissen musst. Auf der linken Seite hier ist deine Verwaltung, hier werden deine Bilder angezeigt. Hier sind so ein paar spezifische Dinge, die mit diesem einen Bild zusammenhängen. Im Entwickeln-Modus nimmst du dann ein Bild und kannst das entwickeln. Du kannst auch diese Entwicklung dann speichern. Das sind hier Presets oder Vorgaben, die du dann drauflegen kannst. Und dann gehst du einfach am Ende wieder in die Bibliothek und gibst das Ganze aus. Eine Frage jetzt noch, weil mich viele immer fragen, ja, exportierst du dann alle Bilder? Nein, natürlich nicht. Also ich lasse die Bilder so lange hier in Lightroom, bis ich weiß, was ich damit machen möchte. Bringt mir nichts, wenn ich die einfach exportiere, sodass ich sie nochmal als JPEG irgendwo gespeichert habe. Erst wenn ich weiß, was möchte ich jetzt mit meinen Bildern hier im Endeffekt machen, dann wähle ich den Export in der entsprechenden Größe und auch den entsprechenden Speicherort. Vorher sind die hier in Lightroom sehr, sehr gut aufgehoben. So, und das war's auch schon. So einfach ist Lightroom. Easy, oder? Also, jetzt bist du dran. Das heißt, du holst jetzt am besten deinen Laptop oder deinen Computer, fängst an, erstellst dir einen Katalog, holst ein paar Bilder rein, bearbeitest die, einfach ein bisschen rumtesten, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen an den Reglern rumspielen. Es kann ja nicht schief gehen. Das heißt, du kannst alles wieder zurücksetzen, weißt du ja, ne? Also man kann alles wieder auf Null stellen, die Bilder liegen eh irgendwo anders. Probier einfach ein bisschen aus. Am Anfang klappt vielleicht nicht alles hundertprozentig, aber hey, völlig egal. Machen und mit der Zeit wächst du da rein. So, und wenn du jetzt denkst, hey, es war eigentlich ganz einfach und vielleicht hat es dir sogar ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn du weitermachen willst, ja, wenn du noch mehr über Lightroom erfahren willst, dann schau mal in der Videobeschreibung vorbei. Denn da poste ich immer wieder so ein bisschen weiterführendes Material rein, wo dir hilft, mit Lightroom einfach noch weiter durchzustarten, noch mehr Gas zu geben, noch mehr effektiver zu werden. So, und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Also gib Gas, probier ein bisschen aus. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch immer freuen. Aber hauptsächlich ist, dass du jetzt Lightroom verstehst und dass du mit Lightroom endlich effektiv arbeiten kannst. So, viel Spaß damit. Bist du da auch voll drinnen? So. War scheiße. Oh Mann, ey. Was ist denn jetzt los? Und heiß ist es auch noch, Alter. Scheiße. Och, Info. Ich will nicht keine Angst sagen, überhaupt keine Fehler machen. Fehler war ziemlich stark betont. Das sollte ich nicht machen. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt, wenn es noch ein wenig dauert, schwitze ich hier alles voll. Leck mich doch am Arsch. So viele Anläufe habe ich lange nicht mehr gebraucht. So, jetzt bin ich froh, dass das Ganze rum ist. Es ist nicht nur die Kamera ein paar Mal, die am Akku abgekackt. Ich habe mich nicht nur ein paar Mal verplappert, sondern es ist auch noch bumsheiß hier drinnen. Aber ich hoffe, ich konnte dir Lightroom beibringen.